So, schönen guten Morgen, willkommen zum Frühstücksfernsehen. Letzte Woche vor den Ferien, also vor den richtigen Ferien. Und kleine Neuerung für diese Woche ist folgende: Wir machen nur Montag, Mittwoch, Freitag den Stream, weil diese Woche kommt meine 5. Klasse mit dazu. Und sagen wir mal, die brauchen einfach ein bisschen länger. Okay? Also, deswegen heute noch ganz wenig neue Sachen und dann schauen wir, dass wir das hinkriegen. Also das mit morgen um 8 habe ich jetzt beschlossen, da wäre, glaube ich, die Beteiligung sowieso nicht so hoch. Deswegen machen wir das jetzt so. Motto, immer positiv bleiben, egal was außenrum in der Welt so passiert. Okay? Wir schauen uns erstmal Folgendes an. Und zwar habe ich für euch Abituraufgaben rausgesucht. Die seht ihr hier auf der Seite eingeblendet. Und da schauen wir doch gleich mal drauf. Hinweis für vielleicht externe Zuschauer, das ist das bayerische Abitur. Okay, also nicht gleich abgeschreckt werden. Datum an Rand und Überschrift. Machen wir es mal so. Überschrift ist einfache Abituraufgaben. So, wir fangen an im Jahr 2015. Aufgabenteil A und da den ersten Teil. Einen Hinweis noch. Moment, ob ich schon weiß, ob die Schule länger geschlossen hat. Ich weiß genauso viel wie ihr, nämlich ich weiß gar nichts. Die werden das auf jeden Fall bis nach den Osterferien durchziehen. Ihr merkt ja schon, die Diskussion ist irgendwie da. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt, vom Vorankommen mit dem Stoff finde ich es gar nicht so schlimm, weil ich komme ehrlich gesagt besser voran, als wenn wir Schule hätten. Dabei können wir es eigentlich den Rest des Jahres so lassen. Aber, pst, habe ich niemals gesagt. Wenn noch weiterhin Fragen sind, hier, bevor wir uns draufstürzen, zu dem, was wir gemacht haben letzte Stunde mit den Polynomfunktionen. Ihr solltet euch ja nur 5 Stück selber zeichnen. Da würde ich jetzt nicht nochmal explizit darauf eingehen. Es sei denn, es sind nach der Stunde noch irgendwie Fragen, dann könnt ihr noch kurz da bleiben, aber ihr könnt es ja selber in GeoGebra überprüfen. Deswegen glaube ich, brauche ich da jetzt nicht groß rumtun. Gut, let's go. Das ist der Aufgabenteil A. Grundsätzlich Aufgabenteil A im Abitur ist immer ohne Hilfsmittel. Und hier steht jetzt, schau ich mal kurz drauf, wir haben hier 3 Funktionen gegeben. Und dann ist bei 3a, also im bayerischen Abitur geht es direkt mit 3a los. Irgendwie in NRW oder Baden-Württemberg oder keine Ahnung, würde dann erst noch stehen, A unterstreiche den Graph grün. In Bayern geht es halt richtig direkt mit der Aufgabe los. Deswegen schauen wir gleich mal. Also Abbildung 1 zeigt den Graphen einer der 3 Funktionen. Geben Sie an, um welche Funktion es sich handelt. Begründen Sie, dass der Graph die anderen beiden Funktionen nicht darstellt. Also, wir schauen jetzt erstmal auf die 3 Funktionen, die gegeben sind. Wir haben einmal eine Polynomfunktion zweiten Grades. Also das wäre im Grunde, wenn man mal drauf schaut, eigentlich nur eine einfache Parabel. Da haben wir x² minus x plus 1. Da könnte man eigentlich schon mal direkt dazu schreiben, warum es das nicht ist. Also, das ist hier die Nummer 2. F von x ist es nicht, weil der Graph nur eine einfache Parabel zweiten Grades darstellt. So,
Und das ist ja hier bei dem Graph, der gegeben ist, offensichtlich nicht der Fall. Wir schauen uns mal g von x an. G von x schaut schon ein bisschen anders aus. Das könnte er sein. Wir hatten gesagt, wir müssen bei sowas uns die höchste Potenz anschauen. Die höchste Potenz ist hier der Dreier. Daher habe ich auf jeden Fall eine Parabel dritten Grades, die sich von links unten nach rechts oben irgendwie bewegt. Und ihr seht selber, das schaut hier verdächtig gut aus. Deswegen noch die h von x, die wir uns anschauen. Da haben wir x hoch 4 plus x Quadrat plus 1. Hier bietet sich eine sehr geschickte Möglichkeit, wie ich hier ausschließen kann, dass es auf jeden Fall das nicht ist. Wenn ihr mal schaut auf den Funktionsterm, da kann ich eigentlich schon erkennen, wie viele Nullstellen der haben muss. Mal Antwort von euch bitte. Wie viele Nullstellen wird h von x haben? Also man kann es ablesen eigentlich im Funktionsterm. Lorenz, Vorsicht. 4 also eine Polynomfunktion vierten Grades könnte theoretisch 4 Nullstellen haben. Bis zu 4. Aber in dem Fall ist es deutlich anders. Nämlich, ich habe hier, müssen wir mal schauen, richtige Antwort ist noch nicht, doch, richtige Antwort ist dabei. Froni, herzlichen Glückwunsch, Schokokeks. Es geht um Folgendes, weil nämlich, schau doch mal, x hoch 4, wenn ich das mir anschaue, kriege ich bei x hoch 4 auf jeden Fall eine positive Zahl, egal was ich für x einsetze. X Quadrat ist auch eine positive Zahl, egal was ich einsetze. Und wenn ich das jetzt noch plus 1 nehme, wird meine Funktion niemals 0. Und wir hatten gesagt, eine Funktion vierten Grades kann auch mal keine Nullstellen haben. Und das ist hier auf jeden Fall der Fall. Und damit kann ich gut argumentieren. Also schreibe ich dazu, h von x ist es nicht, weil g von h auf jeden Fall nullstellenfrei ist. Okay, somit bleibt nur g von x übrig. Soll man da jetzt dazu schreiben? Ich schaue jetzt nur kurz. Begründen Sie das da. Geben Sie nun an, welche Funktion. Geben Sie an, um welche Funktion es sich handelt. Okay, also da müsst ihr noch nicht mal hier eine Begründung angeben, sondern es reicht, Folgepfeil g von x ist der gesuchte Term. Ganz wichtig, genau auf die Aufgabe schauen. Es heißt hier nur, geben Sie an, was der richtige Term ist, und das haben wir hier gemacht. Ich muss nicht begründen, ich muss nur begründen, warum es die beiden anderen nicht sind, und das haben wir hier auch gemacht. Es ist eigentlich sogar Ausschlussverfahren, das habe ich jetzt so gar nicht erwartet. Okay, wir schauen uns die nächste Abituraufgabe. Es sei denn, es sind noch Fragen, die jetzt mal noch kurz stellen, wenn irgendwas ist. Ansonsten würde ich direkt weitermachen. Also, das ist 2017 A. Stopp, das ist 2018. 2018 A1. So, und da sind wir bei der Aufgabe 5. Für jeden Wert von A mit a aus R ist eine Funktion f von a durch und so weiter. Und ihr seht selber, dieses a ist jetzt hier vor der höchsten Potenz, haben die das hier verschachtelt. Genau. Und hier sind jetzt zwei Abbildungen gegeben. Eine der beiden Abbildungen stellt einen Graph von f von a dar. Geben Sie an, für welche Abbildung dies zutrifft. Begründen Sie Ihre Antwort. So, wenn wir mal schauen, a ist hier aus R0, aus R plus. Also a ist auf jeden Fall positiv. Somit
bleibt dieser Koeffizient vor dem x hoch 3 auch auf jeden Fall positiv. Und damit ist die Richtung der Funktion auf jeden Fall safe. Hier ist nämlich ganz klar, die kommt irgendwo von links unten, geht nach rechts oben. Die kommt von links oben, geht auf jeden Fall nach rechts unten. Insofern ist es eindeutig, dass es sich hier um Abbildung 2 handeln muss, weil nur da sind die Bewegungen genauso, wie wir es gehabt haben. Also positiv haben wir immer die Richtung von links unten nach rechts oben. Also 5. A. Es kann nur Abbildung 2 sein, weil die Funktion schreiben wir mal von minus unendlich kommt und sich nach plus unendlich bewegt. Eigentlich müsste ich hier jetzt noch Fachbegriffe verwenden. Limes von f von x für x gegen unendlich ist nämlich auch gleich unendlich. Das haben wir aber noch nicht gehabt. Es kommt erst Ende des Jahres. Deswegen lasst euch das jetzt schon mal auf der Zunge zergehen und freut euch, dass das noch kommt. Das sagt eigentlich nur aus, dass die Richtung der Funktion ist unendlich für das, was ich einsetze. Also je weiter ich nach rechts gehe, desto mehr geht die Funktion gegen unendlich. Mehr sagt das überhaupt nicht aus. Also, das lassen wir jetzt mal hier in Klammern, das braucht ihr noch nicht wissen. Aber von der Tendenz ist es genau das. Ich check kurz, ob Fragen sind. Bei der vorherigen Aufgabe habe ich übrigens die B natürlich nicht gemacht, weil bei der B, da sind Integrale mit drin und Integrale hatten wir so auch noch nicht. Deswegen erstmal bitte das canceln. Und das Aufgabenblatt mit den Abituraufgaben werde ich später auch noch in MEBIS reinstellen. Also dann könnt ihr euch das noch zusätzlich ausdrucken. Okay, worauf ich gerne noch eingehen würde, ist eine Stelle im Buch, die an der Stelle, die ich noch gerne erwähnen würde. Und zwar, ich schaue das jetzt mal, dass ich das einblenden kann. Ja, okay. Also, wenn ihr mal schaut, da gibt es eine Buchseite, wo genau dieses Problem, was ich gerade beschrieben habe, nochmal aufgeführt ist. Und zwar haben wir hier dieses AN. Dieses AN bedeutet nichts anderes, als dass ich eine, als dass AN eben der Koeffizient bei der höchsten Potenz ist. Und dieser Koeffizient hat eben die Wirkung, das habe ich euch vorherige Stunde, denke ich, schon mal gezeigt, dass wenn ich eine, also wenn n gerade ist, also mein, hier die höchste Potenz, und mein x gegen unendlich, dann passiert Folgendes, wenn x gegen unendlich geht, dann geht der Funktionswert auch gegen unendlich. Genau das gleiche bei ungerade. Aber wenn jetzt x gegen minus unendlich geht, dann geht der Funktionswert trotzdem gegen unendlich, wenn n gerade ist. Also wir hatten ja, sagen wir mal, hier vierten Grades, ihr erinnert euch, vierten Grades geht ja immer von links oben, dann auch wieder nach rechts oben und dazwischen spinnt er so ein bisschen rum. Das könnt ihr auch gerne mal in GeoGebra checken, wie das war. Aber das heißt eben, wenn mein x-Wert von links kommt, dann ist der Funktionswert trotzdem unendlich. Ganz im Gegensatz dazu, wenn ich eine ungerade, wenn ich ein ungerades n habe, wenn ich minus unendlich
einsetze, geht der Funktionswert auch gegen Minus unendlich. Der kommt von unten, genau wie bei der Aufgabe vorhin. Das jetzt extra nochmal abzuschreiben, finde ich jetzt übertrieben, weil wir uns ja später eh mal mit dem Limes beschäftigen, wo das alles viel eleganter gelöst ist. Insofern würde ich da jetzt einfach drauf verweisen. Also ich schreibe hier im, und der Abituraufgabe kann ich jetzt ausblenden, die Frage, die gerade reinkommt, die Ex-Noten gebe ich am Mittwoch raus. Da ist der Stream dann auch wieder intern. Ich habe ihn ja heute mal einfach nur testweise geschaut, dass der zugänglich ist. So, also Abituraufgaben mache ich jetzt mal weg. Und dann schreiben wir hier bitte mit dazu, dass ich darauf verwiesen habe. Also, Seite 124 oben. Richtungen der Funktionsgraphen. Also wie gesagt, bis wir es noch nicht mit dem Limes haben, solltet ihr das einfach im Hinterkopf behalten, was da passiert. Okay, wir haben kurzes neues Thema. Das ist eigentlich nichts besonders Neues. Es wird euch aber erstmal, wenn man das allgemein formuliert, wird man merken, okay, es verleiht einem deutlich mehr Möglichkeiten als das, was ich bisher hatte. Und deswegen schauen wir mal kurz drauf. Also, ich gehe in GeoGebra rein und zeige euch, was jetzt hier Neues dazukommt. Ich nehme eine beliebige Funktion. Ich nehme ich mal was Einfaches, nehme ich mal eine Parabel, die ich hier irgendwie x² plus 7x, hoppala, plus, was ist denn heute los? Plus 7, okay, mein, jetzt verstehe ich, plus 7x minus 4. Da seht ihr, habe ich ganz normale Parabel. Und jetzt werden wir uns in Zukunft die Frage stellen, was muss denn passieren, dass ich diese Parabel, dass ich die hier zum Beispiel an der x-Achse spiegeln kann. Und naja, wenn man sich das mal genauer anschaut, ich müsste halt herausfinden, was passiert mit, sagen wir mal, dem Punkt bei minus 6. Bei minus 6 bin ich ja hier in etwa bei minus 10. Der müsste dann entsprechend auf die positive Seite gebracht werden, also auf 10. Also alles, was vorher negativ war, muss positiv sein und alles, was vorher positiv war, muss negativ sein. Im Grunde könnte ich also eine Funktion angeben, die gespiegelt an der x-Achse genau das Spiegelbild sozusagen ist. Naja, und das wäre, wenn ich einfach, ich kopiere mal den Funktionsterm raus, und dann alles, was vorher da war, mache ich eine Klammer drum und mache noch ein Minus davor. Fertig. Und dann seht ihr, wenn ich da jetzt ein bisschen rauszoome, habe ich genau das Spiegelbild dessen, was ich vorher hatte. Das kann ich mit jeder Funktion machen. Ihr erinnert euch an die Exponentialfunktion. Nehme ich mal, was weiß ich, 0,3... hoch x. Das ist ja offensichtlich eine exponentiell fallende Kurve, so wie Corona in 3 Monaten wird auch wieder abfallen. Ja. Und wenn ich da jetzt ein Minus davor mache, dann müsste das genau gespiegelt sein. Und ihr seht selber, ich spiegel es an der x-Achse, dann kommt es hier aus dem Negativen und geht hoch. Also ich brauche von der Funktion nur ein Minuszeichen zu machen und dann habe ich schon gespiegelt. Und deswegen werden wir uns jetzt das gleich mal aufschreiben. Das bietet, also es kommt auch sehr gerne immer mal wieder vor, dass da einfach die, dass es heißt, wir basteln uns quasi eine neue Funktion. Und das wird hier in dem neuen Thema von Bedeutung sein. Also
Einmal. Wir sind bei 5.4. Symmetrieverhalten. Von Polynomfunktionen. Eigentlich sind es hier, wir schauen uns auch noch ein paar andere Beispiele an. Es sind nicht nur Polynomfunktionen, aber das ist sozusagen erstmal so als Einstieg gedacht. Erster Knödel. Ich habe es ja gerade schon angekündigt. Jetzt werden erstmal neue Funktionen gebastelt. Also schreibe ich hier Crashkurs. Wir basteln symmetrische Funktionen. Also, Spiegelstrich, die Spiegelachse ist die X-Achse. Dann nehme ich an, dass ich eine Funktion gegeben habe. Also gegeben f von x. Gespiegelt ist g von x. So, und wir haben gesehen, g von x ist dann genau minus f von x. Also, wenn ich einfach den vor den Funktionsterm ein Minus schreibe und natürlich, ob ich das dann noch vereinfache, das ist eine ganz andere Geschichte. Das kann ich jederzeit machen. Aber grundsätzlich reicht das schon mal, wenn ich einfach ein Minus davor schreibe. Ich zeige euch ein Beispiel. Zum Beispiel, f von x ist gleich x minus 3 hoch 2 plus 2. Das ist jetzt, also extrem einfaches Beispiel, das ist halt eine Scheitelpunktform. Verschobene Parabel, der Scheitel ist beim Punkt 3, 2. Und wenn ich jetzt g von x angebe, packe ich halt ein Minus davor. Also, dann habe ich Minus. Ich empfehle grundsätzlich, mach direkt hier Minus, eckige Klammer auf und dann kommt der Funktionsterm. Minus und so weiter plus 2. Aus mathematischer Sicht ist das natürlich, da kriegt man Augenkrebs, wenn man das sieht, weil das sind so viele Klammern, deswegen ist es eigentlich schon sinnvoll, das zu vereinfachen. Wenn ich das hier vereinfache, naja, es ist ja mehr oder weniger ein Minus ausgeklammert, dann kann ich ja einfach schreiben, minus x minus 3 hoch 2 minus 2. Das ist einfach nur ausmultipliziert. So, ich schaue, ob dazu Fragen sind. Linda, das mit dem hoch minus 1 ist ein Schmarrn, weil, schau mal, ich verbessere es mal auf der anderen Tafel. Wenn du sagst, g von x ist gleich f hoch minus 1 von x, da machst du ein Fass auf. Dann geht es Richtung Umkehrfunktion. Das ist quasi das Gespiegelte am ersten, an der Winkelhalbierende des ersten Quadranten. Das kommt erst in der Oberstufe. Vergiss das mal schnell. Hoch minus 1 ist ganz was anderes. Hoch minus 1 bedeutet ja im Grunde, dass du hast 1 durch f von x. Und da kommt mein Minuszeichen überhaupt nicht zur Geltung. Also das mal schnell vergessen. Und die andere Sache, die war. Ist es nicht bei allen Funktionen so? Ja, es ist bei allen Funktionen so. Deswegen habe ich das ja auch vorhin gezeigt, auch mit dieser Exponentialfunktion, die wir hatten. Es funktioniert mit Sinus, Cosinus, mit allem, was ihr bisher hattet. Aber es ist in dem Kapitel Polynomfunktion mit drin. Deswegen habe ich es mitgenommen. Kann man damit auch Nullstellen berechnen für einen Graphen? Die Nullstellen ändern sich ja nicht.
kannst du schon machen. Die Frage ist, ob es sich lohnt, erst das umzuformen und dann die Nullstellen zu berechnen. Normalerweise nicht. Wir schauen uns das nächste Phänomen an. Ich nehme als Spiegelachse jetzt die Y-Achse. Also mal wieder draufschauen, bitte. Ich lösche jetzt mal das, was ich bisher als Funktionen da hatte. Ich mache es jetzt so, dass ich diese wieder aufblende. Das war ja die von vorher. Und ich sage jetzt aber, die möchte ich hier an der Y-Achse rüberspiegeln. Ja? Das kann ich folgendermaßen machen. Und zwar, ich überlege mir, naja, alles, was vorher minus 8 war, wenn ich minus 8 eingesetzt habe, dann soll jetzt plus 8 eingesetzt werden. Wenn minus 6 eingesetzt werden soll, soll jetzt 6 eingesetzt werden. Das heißt, alles, was bisher eingesetzt wurde, soll negativ werden. Und das ist nichts anderes, als dass ich sage, ich setze einfach alles, was vorher x war, setze ich als minus x. Schau mal her. Minus x Quadrat plus 7 mal minus x minus 4. Und dann seht ihr, habe ich eine Funktion, die gespiegelt genau hier rechts von der Y-Achse ist. Ja? Also perfekt. Und weiter vereinfachen kann ich hier natürlich auch. Aus minus x zum Quadrat wird ja x Quadrat. Aus plus 7 mal minus x wird ja minus 7x. Das ist aber dann wieder eine andere Sache. Also erstmal geht es nur darum, dass ich für alles, was vorher x war, setze ich minus x ein und dann wird es hier einfach rübergeklappt. Ja? Und das wäre schon die Spiegelung an der Y-Achse. Das schreiben wir uns mit dazu. Linda, um nochmal kurz darauf einzugehen, ich aktiviere es jetzt doch nochmal. Schau mal her. Wenn ich hier nochmal meine 0,3, 0, wo ist es denn jetzt? Wenn ich jetzt hier 0,3 hoch x nehme, meine ursprüngliche Funktion, weil ich blende die beiden anderen aus, dann spiegel ich an der x-Achse, indem ich minus 0,3 hoch x habe. Und an der y-Achse spiegel ich, indem ich 0,3 hoch minus x habe. So, schau mal her. Jetzt ist es an der y-Achse gespiegelt. Und vorher war es an der x-Achse gespiegelt, weil vor dem ganzen Funktionsterm ein Minus kommt. Und jetzt kommt das Minus nur vor jedem x, das ich habe. Das ist nicht immer ein Unterschied, aber in den meisten Fällen schon. Okay. Dann nächster Spiegelstrich. Also, Spiegelachse, Y-Achse. Gegeben. F von x gespiegelt g von x. Dann ist g von x ist dann gleich f von minus x. Alles, was vorher x war, wird durch minus x ersetzt. Und wenn ich dazu ein Beispiel mache, zum Beispiel f von x ist gleich, weil ich habe mir vorhin eins aufgeschrieben, das da denke ich ganz gut passt, nehme ich mal x hoch 3 minus 3x Quadrat plus 5. Dann ist g von x, ich schreibe das jetzt mal hier ein bisschen weiter rüber, sonst kriege ich es nicht mehr drauf, dann ist g von x gleich minus x hoch 3 minus 3 mal minus x Quadrat plus 5. So. Und wenn ich das jetzt vereinfache, ich schalte jetzt schon mal doch, ob ich das jetzt noch ein bisschen runter.
wenn ich das jetzt noch vereinfache, aus minus x hoch 3 wird, also das ist minus x mal minus x mal minus x, wird minus x hoch 3. Aus minus x zum Quadrat bleibt einfach stehen x Quadrat. Und plus 5 ändert sich sowieso nicht. Okay? Wenn ich diese beiden Graphen in GeoGebra eingebe, werdet ihr sehen, dass daraus kein Schmarrn resultiert. Nämlich, und ich blende die anderen mal alle aus, wenn ich habe x hoch 3 minus 3x Quadrat plus 5. Und ich jetzt als neue Funktion eingebe, das, was wir gerade rausbekommen haben, das vollständig vereinfachte, also minus x hoch 3 minus 3x Quadrat plus 5. Dann ist es genau das Spiegelbild. Das Spiegelbild bezogen auf die y-Achse. Und je nachdem, was ich da gemacht habe, kann ich dann genau nachvollziehen. Also auch wenn das jetzt hier vollständig vereinfacht ist, aber ich habe ja nichts anderes gemacht, als dass ich jedes x durch ein minus x ersetzt habe. Okay, die Deluxe-Variante dessen ist jetzt, da bleibe ich gleich mal hier bei GeoGebra drin, dass ich sagen kann, naja, ich kann ja auch Punkt spiegeln am Ursprung, dass ich quasi einfach die Funktion drehe um die 0, 0. Naja, und wenn ihr mal schaut, das wäre ja nichts anderes, wie wenn ich erst, schauen wir mal, ich mach's an dem einfachen Beispiel hier, das ist vielleicht jetzt ein bisschen zu schwer, blende ich mal wieder mal 0,3 hoch x auf. Gegeben, dann Schritt 1, an der x-Achse spiegeln. So, und jetzt könnte ich ja das auch noch, hoppala, Entschuldigung, hier. An der y-Achse gespiegelt, meine ich natürlich, das war das hier. Aber wenn ich das jetzt nochmal spiegel, den gespiegelten nochmal an der x-Achse spiegel, also quasi beide Spiegelungen durchführe, dann ist es nichts anderes als eine Punktspiegelung. Schau mal her, wenn ich jetzt eingebe 0,3 hoch minus x und da noch ein Minus davor setze, dann kriege ich das raus, was der Mathematiker dann als Punktspiegelung bezeichnet, also quasi eine doppelte Achsenspiegelung wäre das hier. Ich habe es erst, es wäre wie wenn ich es drehe, wie wenn ich es um den Ursprung drehe. Ich würde das bei der oberen Funktion vielleicht auch nochmal vormachen. Schau mal her, Parabel, die wird jetzt die ganze Parabel am Ursprung gespiegelt. Das bedeutet, sie wird um den Ursprung rumgedreht. Das heißt, ich müsste ja theoretisch von dieser Funktion einfach noch, na, komm her, einfach noch ein Minus davor setzen. Also eckige Klammer auf, da füge ich die Funktion ein. Und wenn ich jetzt ein Minus hinzufüge, dann müsste die einfach nur gedreht sein. So, und wie ihr seht, es geht jetzt erstmal gerade noch nichts. Vielleicht, weil ich es so habe. Ich verstehe es jetzt gerade nicht, was da nicht funktioniert. Gebe ich es nochmal so ein. Also, minus, Klammer auf, minus x hoch 2, jetzt geht es plötzlich, plus 7 mal minus x, minus 4. Und das Ganze wird nochmal, vor dem Ganzen wird nochmal ein Minus gesetzt. Dann seht ihr, das ist einfach nur umgedreht, um den Ursprung. Einmal um den Ursprung rumgedreht und das ist Punktspiegelung. Also sozusagen die Kombination aus beiden, was bisher da war. Und das schreiben wir uns noch mit dazu. Also, oh nee, Tafel voll. Ihr wisst ja, was jetzt kommt. Bin in 2 Minuten zurück.
machen wir weiter. Letzter Knödel, Spiegelstrich. Punkt spiegeln. Schau mal kurz. Punkt Spiegelung. Am Ursprung. Okay, also gegeben f von x gespiegelt g von x ist gleich minus f von minus x. Also, wie gesagt, einfach diese Doppelspiegelung, die wir vorhin hatten, die wird dann kombiniert. Ich nehme ein Beispiel, zum Beispiel f von x ist gleich x hoch 3 minus 3x Quadrat plus 5. Dann ist g von x auf jeden Fall mal minus minus x hoch 3 minus 3 minus x Quadrat plus 5. Und unser Anspruch ist, dass wir das vollständig vereinfachen. Also, erstmal die Minusklammern hier weg, die hier drin sind. Dann habe ich minus minus x hoch 3 minus 3x Quadrat plus 5. So, und jetzt noch das Minus ausmultiplizieren. Dann habe ich x hoch 3 plus 3x Quadrat minus 5. Das gebe ich jetzt nochmal so in GeoGebra ein. Dann ist es nicht sowieso das, was ich eingegeben habe. Nee, so ähnlich. Ich aktiviere es nochmal kurz. X hoch 3, x hoch 3 minus 3x Quadrat plus 5. Blende ich die anderen, ich lösche die anderen mal kurz, die irritieren mich nur. Und das, was ich am Ende hatte, war dann x hoch 3 plus 3x Quadrat minus 5. Also, ihr seht selber, es schaut eigentlich so ähnlich aus, aber es wurde hier einfach nur einmal um 180 Grad gedreht, um den Ursprung. Man könnte sich es eigentlich am besten veranschaulichen, wenn ich hier so eine Schablone bastel oder sowas, dass ich die dann einfach rumdrehe um den Ursprung. Und dann seht ihr, das, was hier da ist, wird ja dann quasi so, wird denn ja quasi rumgedreht, einmal von so nach so hier. Das sind genau eben diese 180 Grad, die ich hier um den Ursprung zurücklege. Kann man mit dem Zirkel, kann man sich das auch ganz gut veranschaulichen. Okay, dann kleine Kombination noch dazu und dann spielen wir das Kahoot. Und zwar, ich nenne das jetzt hier einfach weitere Beispiele. Na, mach mal einfach Aufgaben direkt. Aufgaben, Doppelpunkt. Spiegle folgende Funktionen. So, A, f von x gleich Sinus x plus 1 an der x-Achse. B, g von x gleich 1 durch x Quadrat an der y-Achse. Und jetzt nehmen wir noch h von x ist gleich, jetzt nehmen wir halt mal
x minus x hoch 4 plus x Quadrat am Ursprung. Gut. Also, legen wir los. Bei a. Sinus x plus 1. Das heißt, den nenne ich jetzt einfach f1 von x, den gespiegelten, ist dann minus f von x. Das heißt, ich habe minus Sinus x plus 1. Und das ist dann minus Sinus x minus 1. Könnt ihr euch natürlich jederzeit an der, könnt ihr euch in GeoGebra zeichnen lassen, darauf würde ich jetzt erstmal verzichten, weil ich erstmal jetzt die Nummer b mache. Also g2 von x ist gleich f von minus x. F von minus x ist gleich 1 durch minus x Quadrat. Und wenn ich das vereinfache, ist das 1 durch x Quadrat. 1 durch x Quadrat ist dasselbe, was die ursprüngliche Funktion war. Die war ja schon 1 durch x Quadrat. Und die neue ist dann auch 1 durch x Quadrat. Wenn ich so einen Fall habe, dass es dieselbe Funktion ist, die rauskommt, dann sagt man, die Funktion ist in sich selbst achsensymmetrisch. Wie man das nachweist, machen wir erst im Laufe der Woche. Aber ihr seht jetzt mal so ein Beispiel, dass quasi eine Funktion ja schon von Haus aus gespiegelt sein kann an der y-Achse. Das würde ich jetzt tatsächlich kurz vormachen, weil das hochinteressant ist. Also, wenn ihr hier eine Funktion habt, die so heißt 1 durch x Quadrat, dann kann ich die ja gar nicht spiegeln an der y-Achse. Schaut mal. Dann würden quasi die Äste in sich selbst übergehen. Hier, wenn ich die rüberklappe, dann kommt ja dasselbe raus, wie was vorher schon da war. Und deswegen ist diese Funktion in sich selbst achsensymmetrisch. Aber das kann ja passieren. So, letztes Beispiel. C. H2 von x ist minus f von minus x. Wenn ich das hier dazu schreibe, bin ich bei minus, Klammer auf, minus, das ist jetzt eine richtige mathematische Gemeinheit, minus 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 x hoch 4 plus minus x hoch 2. Ich muss zugeben, das schaut ekelhaft aus. Bitte berücksichtigen, dieses Minus, warte mal, hier, komm, mach mal eine Gönnung, ein bisschen mit Farbe. Dieses Minus ist das hier. Und dieses Minus ist das hier. Ich habe hier gar kein Minus künstlich hinzugefügt. Das ist eben durch die neue Schreibweise. Und jetzt versuche ich, das zu vereinfachen. Naja, von innen nach außen. Also, minus x hoch 4 ist, so wie vorher, minus x hoch 4. Da verschwindet dieses Blaue. Plus x Quadrat. So, und wenn ich das jetzt wieder vereinfache, dann habe ich x hoch 4 minus x Quadrat. Es fehlt nichts mehr. Alles okay. Das würde ich trotzdem noch kurz zeigen. Und dann hätten wir es auch schon. Also, minus x hoch 4 plus
x². Und die am Ursprung gespiegelte soll offensichtlich sein x hoch 4 minus x². Und da seht ihr selber, okay, wenn ich das um 180 Grad umdrehe, ist es in dem Fall sogar dasselbe, wie wenn ich es einfach nur an der x-Achse gespiegelt hätte. Aber von der Formel müsst ihr damit, ihr seht es jetzt gerade gar nicht eingeblendet, weil ich es nicht aktiviert habe. Jetzt. Wenn ich das hier gespiegelt habe, dann ist es dasselbe wie Punktspiegelung. Gut, dann schauen wir uns den Kahoot an. Deswegen mal bitte Browserfenster aktualisieren, dass es einigermaßen funktioniert. Host Live, genau, Classic. Okay. Was ist mit den anderen, Leute? Oh. Na gut, das ist ein Vorteil für die, die da sind. Alles klar. Dann schauen wir mal kurz. Ah, ein paar externe Teilnehmer haben wir offensichtlich auch, weil ich kenne keinen Tobi aus dieser Klasse. Naja, gut. Schauen wir mal, wie er hier die Lorbeeren abstaubt. Ich würde starten. Wow, da schau her. Nicht schlecht. Braucht man nicht viel zu sagen, einfach negatives Vorzeichen. Weiter geht's. Okay, da würde ich gerne drauf eingehen. Und zwar, ihr erinnert euch an die Kosinusfunktion. Die Kosinusfunktion geht ja nicht durch 0, sondern hat quasi bei 1 geht sie los. Das würde bedeuten, wenn ihr es euch mal in GeoGebra oder zumindest mal vorstellt, Cosinus x ist schon an der y-Achse gespiegelt. Die ist quasi in sich selbst schon achsensymmetrisch. Damit ist B, also das Blaue, zwar nicht falsch, aber es ist nicht vollständig vereinfacht. Weil Cosinus x ist dasselbe wie Cosinus von minus x. Das könnt ihr mal gerne ausprobieren. Aber insofern habe ich jetzt hier natürlich
Nur zwei richtige. Let's go. Es geht weiter. Ja, hätte man sogar nachzählen können, ne? Ein bisschen wenig. So, weiter geht's. Fehler bezüglich der X-Achse meine ich. Vorsicht. Zu sich selbst symmetrisch bezüglich der X-Achse. I'm sorry. Ja, puh, das war knapp. Sonst wäre nämlich jede Antwort richtig gewesen, weil die sind ja alle, sagen wir mal, parallel zur X-Achse und damit wären sie natürlich alle symmetrisch zur Y-Achse, aber zur X-Achse ist nämlich nur die eine. Okay, dann geht's weiter. Ich schreibe wieder die ersten fünf auf, natürlich. Ein Puzzlehammer. Okay, 1, 2, 3, 4. Ja, habe ich mir mehr erwartet, muss ich sagen. Naja. Wenn wir da jetzt nicht 100% rauskommen, bin ich sauer. Wer hat hier zwei? Wer ist das? Vorletzte. Nein, letzte schon.
Oh, das läuft noch gar nicht. Okay, gut. Ja, das müssen wir uns nochmal anschauen. Ich werde auch eine kleine Aufgabe noch zu aufgeben. Jetzt schauen wir erstmal auf die Sieger. Dann schreibe ich mir die gleich mit. Also. Alessandro. Okay. Dann schauen wir noch mal kurz raus. Herzlichen Glückwunsch an die Sieger. Ich gebe euch als Hausaufgabe Folgendes. Ich gebe euch drei Funktionen, das sind die hier. Und die spiegelt ihr in allen drei möglichen Varianten. Also ihr spiegelt die hier erst an der X-Achse, dann an der Y-Achse, dann am Ursprung. Die nennt ihr dann F1, F2, F3, G1, G2, G3, H1, H2, H3. Und einfach, dass wir das ein bisschen üben. Und ihr sollt es in GeoGebra veranschaulichen. Das muss ich verlangen können, dass ihr das selbstständig macht. Ich werde die natürlich verbessern nächste Stunde. Und dann schauen wir weiter. Mittwoch. Mach mal 11 Uhr, nicht 11:30 Uhr, sondern, obwohl, stopp, Mittwoch habe ich noch eine andere Klasse, ist wurscht, bleib mal bei 11:30 Uhr, passt. Ich schaue noch, ob Fragen sind, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, alles Gute.